Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Und ja, heute wollen wir erstmal die ganzen Artefakte platzieren, die wir letzte Woche gefunden haben. Letzte Folge. Und dafür brauchen wir erstmal... wo ist es? Da. 1, 2, 3, 4. Die platzieren wir uns jetzt erstmal und danach möchte ich gerne auf die Jagd gehen. Und zwar will ich zur Verstärkung für unser Boss-Team ein U-Tyrannus fangen. Das ist der pelzige Rex sozusagen. Der kann ja mit seinem Schrei die Rexe verstärken noch. Und darum brauchen wir unbedingt so einen. Und da machen wir uns gleich mal auf die Suche. So, aber jetzt werden wir erstmal hier die Artefakte platziert. Ho, ho, ho. Ist das die Mitte? Hier ist die Mitte. Dann machen wir auf jeder Seite zwei, damit es gleichmäßig bleibt. So. Eins. Und zwei. Und hier vorne noch zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele Artefakte es insgesamt gibt. Also sicher bin ich mir nicht. Ich meine, ich habe glaube ich 11 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das Artefakt des Fressers müssen wir uns ja noch neu besorgen. Das ist ja verloren gegangen, leider. Dann hätten wir 10. So, tun wir das mal hier hin. Das Artefakt des Himmelsherren. Oh, habe ich es falsch platziert? Ja. Super! So. Artefakt des Gewaltigen. Und des Schlauen. Ach, schon wieder. Mensch. Es gibt viel zu viele Artefakte mit Grün. Vielleicht tue ich das lieber eins rüber, damit nicht zwei Grüne nebeneinander stehen. Geht das nicht? Doch, so. Wie? Das sah aber mehr blau aus. Na toll, dann habe ich drei Grüne nebeneinander. Hübsch. Hier ist noch ein grünes. Ja, das müssen wir noch irgendwie besser machen. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach einem Beauty. Und sobald ich ein annehmbares Exemplar gefunden habe, melde ich mich zurück. Wo ist der Vogel? Ah. Komm hier. So. Und los geht's. Ja, leider ist es wie immer in diesem Spiel. Wenn man irgendwas sucht, dann findet man das auf gar keinen Fall. Was war das? Ah, Terror Birds. Ich bin jetzt schon richtig lange rumgeflogen. Ich war eine lange Zeit im Eisbiom, aber da habe ich leider keine gefunden, komischerweise. Weil auf The Island waren die immer im Eisbiom. Ja, mittlerweile habe ich die Suche ausgeweitet, aber hier scheinen sie auch nicht zu leben. Ich weiß nicht, wo die Utis sind. Wo sind die Utis? Sonst fangen wir vielleicht irgendwas anderes, ich weiß nicht. Ein Daedon könnten wir auch gut gebrauchen eigentlich. Aber habe ich bis jetzt auch keins gesehen. Oder einen zweiten Alo. Oh ja, ein zweiter Alo wäre auch gut. Ach, da kommt schon die Wüste.
Ja, komischerweise sind ja auch viele Eisbiomtiere hier in der Wüste zu finden. Vielleicht sind Jutis ja auch in der Wüste. Ich schau mal weiter. Nee, Leute, in der Wüste ist auch viel Anzeige. Ich habe hier schon mehrere Level 150. Ach, schon wieder eins. Level 150 Viecher gefunden, aber. Ihr wisst ja, normalerweise lasse ich die niemals links liegen. Aber ich will unbedingt den Juti haben. Und wenn ich den Juti, dann wenigstens irgendeinen anderen Dino, den wir fürs Boss-Team gebrauchen können. Ich meine, was soll ich jetzt mit so einem komischen Wüstentier? Wie heißt das komische Wüstentier nochmal? Morellatops oder sowas. Ich glaube, ich fliege nochmal zurück ins Eisbiom und guck nochmal da. Ah, hier in der Wüste ist echt nur Nutzloses gerade. Ja. Und gerade habe ich einen Rock Drake gesehen. Und der ist Level 190 und hier liegt direkt ein Ei. Ich will mal sehen. Ich hoffe, das Ei ist Level 190. Das wäre mega. Ja. Und tschüss. Folgt er mir? Oh ja, der folgt mir. Komm her. Junge. Stirb. Ja, geil. Endlich mal ein hohes Level. Oh. Nee, mit dir möchte ich gerade nichts zu tun haben. Du bist mir viel zu stark. Ja, weiter geht's. Cool, auf jeden Fall. Level 190 ist schon stattlich. Den werden wir auf jeden Fall demnächst mal ausbrüten. Alter, das ist echt eine Plage, dass ich gerade nichts finden will, was ich haben will. Das ist doch... Ah, manchmal geht mir das Spiel auf die Nerven. Aber nur manchmal. Hm. Es sind überall nur Mammuts und Nashörner und... Bäh. Will ich nicht. Echt das Einzige, was es hier gibt. Mammuts und Nashörner. Gib mir endlich was Vernünftiges. Galli? Nee. Hm. Ah, das ist doch echt verflixt, ey. Man kann auch nichts dagegen tun. Man ist darauf angewiesen. Oh, ein Tiller. Oh, nee, 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 fang mich bloß nicht. So einer wäre eigentlich auch ganz cool. So als neues Tier zum Reiten für unterwegs. Mammut Nummer 1.000.001. Okay, Leute, suchen wir mal was weiter. Und mittlerweile gebe ich mich wirklich mit allem zufrieden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Juti. Es kann auch ein Alu sein oder so ein Wildschwein. Irgendwas Nützliches für das Boss-Team auf jeden Fall. Okay, Leute, ich habe endlich was gefunden. Zwar kein Juti, aber ein Allosaurus Level 150. Und den schnappen wir uns jetzt. Erstmal müssen wir die anderen... Oh. Ich bin gefallen. Ich komme nicht weg. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Vogel, hilf mir. Ah. Ich hasse solche Löcher. Was? Warum macht man sowas?
So, welcher war jetzt der 150er? Der Orange. Okay, dann gucken wir, dass wir den nicht aus Versehen töten. Moment mal. Vogel, bleib mal hier. Das wollen wir nicht. Oh, oh, oh. Ah, wieso habe ich keine Flügel an? Die wollen wir auch nicht. Ups, falscher Knopf. Dich wollen wir. Sind das die guten Pfeile? Ja. Okay, da müsste er eigentlich mit ein paar Pfeilchen down sein. Ja. Und einmal Filet rein. Und ein bisschen. Ey, was mache ich? Appetizer. Zack, zack. Und ratzfatz geht das. Komm, ess noch eins. Jawohl! Ja, nice. Sehr schön. Okay. Dann bringen wir unseren neuen Freund mal nach Hause. Coole Farbe. Gefällt mir. Der gefällt mir echt gut. Was ist denn unser anderer Alu für ein Level? Hallo anhalten. Anderes Level 231. Ja. Ich weiß nicht, wie viel er ursprünglich hatte. Auf jeden Fall habe ich da glaube ich schon ein paar Level reingesteckt. Ja. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal die beiden Alus. Oh, Moment mal. Erstmal muss ich das Geschlecht angucken. Weiblich. Bitte sei männlich. Weiblich. Keine Alu-Babys für mich. Scheiße. Okay. Das ist natürlich Pech. Aber ja. Ein Männchen finden wir schon auch noch. Komm mal hier rüber. Put, put, put. Wie nenne ich dich denn? Ich habe den anderen Alu auch noch gar keinen Namen gegeben. Ich habe vielen Viechern noch keinen Namen gegeben. Wenn ihr Leute irgendeinen Vorschlag habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Mir fällt gerade nichts ein. Ja. Ne. Ne, mir fällt nichts ein. Machen wir erstmal einen Sattel für den Alu. Und dann können wir ja auch eigentlich mal ein bisschen eine Proberunde drehen. Moment, du erstmal mein Drachenei in den Kühlschrank. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Level 90, 55, 55. Ja, 190 ist schon das Stärkste. Ah, ich hätte Lust, das auszubrüten. Wir brüten das jetzt aus. Ich brauche noch irgendein Erfolgserlebnis. Oh, hier ist auch noch ein Rex. Ich weiß nicht, kann ich die hier reintun? Oder sammelt er das ein? Ja, sammelt er ein. Wo ist es? Da ist es. Okay, das wird jetzt erstmal ein bisschen gebrütet. In der Zwischenzeit machen wir mal einen Sattel für den Rex. Das ist übrigens eine Mutation aus den beiden hier. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hinten diese türkise Kamm auf dem Rücken
Und ein grünes Bäuchlein hat er. Gefällt mir ganz gut. Und ja, ich hoffe, wir werden noch einige hübsche Rexe rauskommen. Eigentlich müsste ich auch mal viele von denen wieder loswerden. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Aber ja. Erstmal jetzt ein Sattel für den Alo. Habe ich den schon freigeschaltet? Nee. Wird hergestellt in Werkbank. Allosaurus-Sattel. Boah, wie viel Leder habe ich? 279.000. Ach du Scheiße. Was soll ich mit so viel Leder? Hallo. Hallo, hallo. Na. Vielleicht fressen wir mal am Strand ein paar Sachen damit. Wenn ich dann was finde. Da läuft irgendwas. Ein Dodo, vermute ich. Ja. Ich wette, wenn der richtig mutiert ist und geprägt, dann ist das eine Killermaschine. Wir brauchen unbedingt noch einen männlichen Part dazu. Ich finde, der Alo hätte auch mal ein bisschen coolere Abilities verdient. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal ein Update zu dem. Stamina ist aber schnell leer. Wie viel hat er denn da? 950 nur. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da Level reinstecken soll. Ich glaube, ich möchte ihn eigentlich lieber so lassen. Damit ich später beim Brüten besser sehen kann, wenn irgendwelche Veränderungen in den Stats sind. Also irgendwelche Mutationen. Aber das ist immer blöd, wenn man schon ein Level reingesteckt hat, dann weiß man die ursprünglichen Stats ja nicht mehr. Und theoretisch, ich weiß nicht, ob ich den in einem Video gefangen habe, den ersten, oder nicht. Sonst könnte ich ja in meinen Videos mal gucken, ob ich da finde, welches Level der war und welche Stats der hat. Okay, gucken wir mal, wie weit das Ei ist. Ah, der Rex läuft immer noch da rum. Moment mal. Wir haben noch einige Sättel übrig vom letzten Mal da. Hör mal auf zu laufen hier. Wandern deaktivieren. Oh, ich muss was essen. Und Sattel drauf. Also, wo sitze ich denn? Hallo? So ein... Nee, jetzt hänge ich in der Wand fest. Oh, das ist doch scheiße. Okay, der Rex hängt hier komplett fest. Ich glaube, ich brauche mal ein größeres Gehege, um die Dinger aufzuziehen. Ja, biegen würde ich einfach hier raus, würde ich sagen. Home. Perfekt. Jetzt kann man ihn auch in seiner vollen Pracht sehen. Ah, die haben leider gar nicht den Sattel angepasst, sehe ich gerade. Da sind überall voll die Lücken. Jetzt haben wir einen neuen coolen Rex, also ein neues Äußeres. Und der Sattel ist gleich geblieben. Das ist ja irgendwie auch...
Halbherzige Arbeit. Boah, der sieht echt. Der gefällt mir mittlerweile, glaube ich, am besten hier. Der lilane. So. Gucken wir mal. Ja. Oh, jetzt habe ich die Wand hier weggemacht. Okay, kann ich ja einfach problemlos wieder reinsetzen. Und jetzt brüten wir uns einen Rock Drake. Cool. Das machen wir kurz die Sachen weg. Das auch weg. Dann können wir dich in deiner vollen Pracht angucken. Licht. Ja, so ist besser. Ah, mit so einem Olivgrün. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Oh, ein blauer Bauch. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Ich glaube, die Federn sind bei jedem Rock Drake so ziemlich gleich. Also die haben auf jeden Fall immer diese hellen Spitzen, das weiß ich. Ja, der sieht nicht schlecht aus. Auf Aberration hatte ich zwar einen cooleren, aber der gefällt mir auch ganz gut. Okay, Leute. Ich bringe euch mal wieder, wenn er erwachsen ist. Dann schauen wir uns den mal vernünftig an. Und dann sind ja auch die Stats dann vollkommen, weil er da dann geprägt ist. So. Und so schnell ist er in Rock Drake erwachsen. Gott sei Dank, dass es Zeitraffer gibt. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Sattel natürlich für den Rocky. Oh, der folgt mir noch. Den kann ich ja bestimmt hier herstellen. Ja. Was brauchst du dafür? 85 rote, 125 Metall, Leder, Fasern. Okay, dann machen wir erstmal ein paar rote. Na komm. 88. Und den Rest müsste ich eigentlich so haben. Ja, perfekt. Und ruf damit. Yay. Flieg. Ja. Beziehungsweise gleite. Oh, das wird so cool. Aber der ist ein bisschen langsam, oder? Mein Schuss nur. Aber ich kann ja die Geschwindigkeit upgraden. Ja, jetzt geht es. Ah, Kackfelsen. Boah, der ist echt perfekt für Ragnarok. Genial.
So lasse ich mir das gefallen. Oh, da ist ein Wyvern. Ich glaube, mit dem wollen wir uns erstmal nicht anlegen. Da müssen wir vorher noch ein bisschen leveln. Ja, cool. Und ja, mit dieser Errungenschaft beenden wir, glaube ich, diese Folge erstmal. Der wird dann nächste Folge richtig ausgetestet. Und ja, in der Zwischenzeit werde ich ihn noch ein bisschen aufleveln und dann können wir den dann nächste Folge komplett genießen. Ja, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar da oder ein Like. Und natürlich könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Selbstverständlich könnt ihr das. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.